Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Smart Home Assistent. Auf dem Amazon Event im September wurde auch ein neuer Echo Studio vorgestellt. Den gibt es jetzt auch in Weiß und viele fragen sich natürlich, ist das wirklich eine neue Generation? Gibt es da besseren Sound? Ist das Ding irgendwie besser? Kann das irgendwas, was der vorherige in Schwarz nicht konnte? All das finden wir jetzt zusammen in diesem Video raus. Ja, fangen wir erstmal damit an, dass wir uns die Geräte jetzt von oben, unten, links und rechts anschauen, um zu gucken, gibt es eigentlich irgendwelche Unterschiede, die hier verändert wurden. So sehen beide Geräte von oben aus. Und man kann hier schon sehen, da hat sich gar nichts verändert. Ihr habt die gleichen Bedienelemente, lauter, leiser, Mikrofon stumm schalten und die Aktionstaste. Und es sind auch, wie vorher, 7 Mikrofone hier oben einmal drumherum verteilt. In der Höhe hat sich hier nichts getan, generell im Formfaktor oben mit so einem Stoffüberzug drumherum auch. Hier vorne habt ihr diese Öffnung, das ist hier genauso geblieben. Also auch bei den Anschlüssen, wenn man hier hinten guckt, da gibt es immer noch einen Stromanschluss und einen Klinkeanschluss und einen kleinen USB-Anschluss. Das ist hier beim Weißen, na hier, genauso und auch an der Unterseite gibt es keine Veränderung. Sind beide gleich schwer. Tatsächlich gibt es optisch keine Änderung. Ja, so viel erstmal zu den optischen Dingen und dann denke ich mal, hören wir uns auch noch mal in einem Soundbeispiel an, ob es denn klanglich irgendwelche Unterschiede gibt. Für den Audiovergleich werden wir jetzt hier einfach mal den gleichen Track nacheinander auf den beiden Geräten hier abspielen und dann wollen wir einfach mal hören, gibt es hier klangliche Unterschiede. Denkt einfach nochmal dran, dass ich das Ganze hier mit einem Mikrofon aufnehme und ihr werdet nicht das gleiche hören, was ich hier in der Realität höre. Ich werde natürlich gleich nochmal was dazu sagen, wenn hier die Klangbeispiele einmal durch sind. Und jetzt gibt es für euch erstmal was auf die Ohren. Was kann man sagen? Klangbeispiel, ihr habt es gerade gehört, ich hoffe, es ist bei euch genauso rübergekommen. Es gibt klanglich einfach gar keinen Unterschied. Beide Geräte klingen absolut identisch, gleich gut. Ich fand damals, als ich den Echo Studio das erste Mal ausgepackt habe, schon, dass er wirklich einen ordentlichen Klang hat. Gefällt mir richtig gut, gefällt mir auch in Weiß gut. Das heißt, klanglich keine Unterschiede. Davor haben wir schon gesehen, optisch keine Unterschiede. Und dann denke ich mal, gibt es jetzt nochmal ein Fazit dazu. Ja, das Fazit kann man eigentlich kurz und knapp machen. Der neue Echo Studio ist einfach nur weiß. Das ist die Neuheit. Es gibt den Echo Studio jetzt auch in einer weißen Farbvariante. Klanglich, technisch gibt es einfach keine Unterschiede. Beide haben die gleichen Lautsprecher integriert. Es gibt, das wurde auf dem Amazon Event gesagt, ein Update, was den Klang verbessern soll. Den wird es aber auch für den Echo Studio in Schwarz geben, den es schon länger gibt. Preislich hat sich auch nichts getan. Der Echo Studio in Weiß wird zum gleichen Preis verkauft wie der Echo Studio in Schwarz. Also habt ihr schon den Echo Studio und überlegt, soll ich hier upgraden? Nee, braucht ihr nicht. Es ist einfach das Gleiche. Wollt ihr unbedingt einen weißen Echo Studio haben? Führt hier halt keinen Weg drum herum, dass ihr halt hier jetzt diesen weißen nehmt. Ja, ansonsten gibt es hier gar nicht so viel mehr zu sagen. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet, gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook Smart Speaker Gruppe, da könnt ihr euch auch mit mehreren tausend Nutzern austauschen. Wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.